Frau Suu Kyi, Sie wurden weltweit bewundert für Ihren Mut. 1991 haben Sie den Friedensnobelpreis bekommen dafür, dass Sie mutig gegen das Militärregime in Burma gekämpft haben. Heute stehen Sie in der Verantwortung. Die beiden Reuters-Journalisten Jong Song-woo und Wa Loan haben über ein Massaker des Militärs von Myanmar gegen das Volk der Rohingya berichtet. Sie wurden mittlerweile von einem Gericht zu 7 Jahren Haft verurteilt. Grundlage ist ein Gesetz, was sehr alt ist, und Ihnen wird Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen. Dies ist ein unfassbares Gesetz, was missbraucht wird gegen investigativ arbeitende Journalisten wie die beiden Reuters-Kollegen. Setzen Sie sich dafür ein, dass diese Gesetze geändert werden, und stehen Sie für die Pressefreiheit in Myanmar ein.